kann man eine Kameraanimation mit der Animation Workbench herstellen. Hier ein Beispiel. Ich habe hier eine Umgebung mal aufgebaut, diese grüne Wiese mit was drauf. Hier gibt es einen Pfad, wo die Kamera langlaufen soll, und machen wir erstmal den Test. Ich habe hier den Manager, ich habe einen Beweger für die Kugel und jetzt kann ich das einfach mal laufen lassen. Da sieht man erstmal, wie sich die Kugel bewegt. Die läuft also jetzt mit linearer Geschwindigkeit einmal auf diesem Pfad lang. Und so weiter. Das halten wir einfach mal an und springen zurück. Und jetzt machen wir Folgendes, dass wir diesen Kugelbeweger ausblenden, dass wir die Kugel ausblenden, dass wir die Kameraführung aktivieren. Die muss also hier eingeblendet sein. Den Kamerapfad braucht man dann auch nicht zu sehen, der kann also auch ausgeblendet sein. Und dann starten wir den Manager neu. Das war die gesamte Animation. So, und wie geht mir jetzt im Einzelnen vor? Wir fangen an, wir schalten um auf die Animations-Workbench und erzeugen uns zunächst mal einen Manager. Der Manager bekommt eine Laufzeit von 300 Frames. Das nächste, was wir brauchen, ist ein Viewpoint. Das ist letzten Endes die Kamera. Diesen Viewpoint, den schieben wir jetzt einfach unter die Zuständigkeit von diesem Manager. Der muss hier stehen. Und dann sagen wir, der soll jetzt auch 300 Frames lang laufen. Die Kamera soll einem Pfad folgen. Als Pfad nehmen wir jetzt mal den Kamerapfad. So, und dann braucht man noch eine Richtung, wo die Kamera hinschauen soll. Die soll jetzt einfach mal hier auf den Würfel zeigen. Das heißt, direkt Anzeigerichtung suchen wir ein Objekt. Und das Objekt kann zum Beispiel jetzt sein einfach der Würfel. Okay, damit ist alles eingestellt. Und jetzt kann man hergehen und kann sagen, Moment, hier bei der Sicht stellen wir nochmal perspektivisch ein und dann lassen wir den Manager einfach laufen. Doppelklick drauf und schon geht es hier los. Und jetzt können wir einfach mal schauen, wie sieht es aus mit einer orthogonalen Kamera. Bei der orthogonalen Kamera ist einfach eine feste Entfernung eingestellt. Das Ganze wird dann nicht verzerrt, das könnte man aber zur Not jetzt auch nochmal ändern. Gut, und wie ging das weiter mit der Bewegung der Kugel? Da ist es jetzt einfach so, dass der Beweger der Kugel hier oben bei diesem Manager ein Woofer-Objekt benutzt und da wird eingetragen, die Bewegung folgt auf einem Pfad. Die Quelle ist der Kamerapfad, also dieses Objekt hier, und das Objekt, was bewegt wird, ist die Kugel. Und dann läuft diese Kugel relativ zum Kamerapfad mit konstanter Geschwindigkeit durch das Modell durch.